bin nicht schlimm, der bewegt sich sogar, der Mond. Geht immer weiter runter. Vielen. Aber jetzt läuft hier jetzt noch ein Bär rum, obwohl es schon dunkel ist. Oder wie spät ist es denn? Oh, du kannst sein, weil wir hier schon zu Tag ran sind. Hier links, wie gesagt, Level 15 irgendwo. Ja, vorhin waren sie immer verschwunden. Sitzen. Ja, aber weil wir den in Sicht hatten. Krass, mit dem Mund. Ja, ich sehe ihn auch mit. Was ist denn das für einer? Noch einer, krass. Das ist auch nur Level 1. Ja, lass totschlagen. Mein hat noch nicht vor Leben. Ich hab den da. Weil er mitgenommen hat. Dann hast du Level jetzt auch gestiegen. Guck mal, ob es hier Bären gibt. Das sind bestimmt Bären hier. Ja, das ist auch noch Fiber. Bären gefunden. Diese ja, die kleinen Büsche, glaube ich, hier. Na, die von die, weil die anderen nicht gesehen habe, wusste ich, dass die Fiber waren, weil hier was, sind Bäume das hier, oder was? Die Klee, also die Büsche sind anscheinend Bäume hier. Welche? Hier, diese. Sorry. Kann man mal kurz absteigen, gucken, was es da gibt, mit hart dran gucken. Dann mal weg, dass ich es sehen kann, nochmal einen Meter zurück. Der ja, das ist, keine Ahnung, es wäre da einfach nur eine Struktur. Hier drüben und den Baum kann man auch nicht abernten. Machen wir mit E. Ah, hier, warte mal. Rouges. Dann Fiber. Wetwood und Rouges. Nicht Fiber. Kann man nur mit der Hand abernten, hat ja, mein Bär noch nicht raus. Das ist Dings hier, komm nicht drauf auf das Wort gerade. Ups, hab den Bullen mit angeschaut. Warum sind wir denn gleich mal um? Noch einer. Erstmal Alpha-Schwein dort. Oh, da ist übrigens ein Alpha. Schwein. So ungefähr. Einfach so zwei draufbumsen. Zwei Alpha-Schwein. Eine Alpha-Kuh. Das ist cool. Noch. Macht der Leder ist gut. Schaden. Ich merke jetzt in die Erfahrung. Oh, meiner ist gerade nochmal aufgestiegen. Ja, lass mal meinen killen, weil meiner noch keine Erfahrung hat, Dina. Ja, okay. Den schnell gemacht. Ja. Ja, vielleicht gleich ein bisschen was dazu. Warte mal, das Leder abwehren. Ja, ich also jemand kann mal danach mal aufleveln. Und Luftgewicht. 1400. Ah, ich kann noch eins aufleveln. Einer hat 4 Level auf. So, da hinten ist der Alpha Kuh. Die Alpha Kuh. Oh, Level 382. Komm, hey, hier ist ein Bär drin. Ist der gezähmt? Nee, ist er nicht, aber der ist eh nur Level. Da wollte ich gerade auch nachgucken. Komm her hier. Die Kuh macht aber mehr Schaden. Aber ist auch nicht stabil. So, letzter Schlag, jetzt musst du mal. So, warte mal, vorsichtig den Bären schlagen. Lass ihn einfach, nicht dass da reinfällt, das wäre eine größere Katastrophe. Übertreiben, kommst du nicht wieder raus aus der Falle. Was trifft man den ja nicht von hier? Ist doch scheiße. Oh mein Käftierbär, pass mal auf. Wir machen das anders. Ich bin Kumpel. Toll. Leben geschafft. Was, Alter, ich treff den hier einfach nicht. Alter. So. Kann ja keine gefangenen Tiere mit. Gewischt. Gleich auf 1500. Irren, Baby. Aber schon, Koreos, wollte die Bären, waren die nur nach tagsüber wieder da. Ich hab ja vorhin geguckt gehabt an den Stellen. Man sie hier auch in der Nacht auf der Hauptin. Na, vielleicht sind die in unterschiedlich mit Spawn Bereichen eingerichtet. Weil das ist eine riesige Insel und hier gibt es kein Waldproblem. Ja.
Das ist ja bei den Tundra-Inseln das Gute. Aber das ist, der Witz ist ja, du findest ja keine Bären hier. Also man muss wenigstens sagen, hier gibt es immerhin Fiber. Wenn du in die Eisregion gibst, hast du da nicht mehr Fiber. Also ich habe noch keine Bäre gesehen. Wann ist noch ein Bär? Level 5 nur. Ja, hier ist irgendwas. Ah. Strawberries. Hat er wenigstens mal was zum Essen, der Bär. Aber ich werde nicht so oft reinschwatten, ich habe schon 1000 am ersten Schlag rausgekriegt. Und ist noch ein Bär. Warte mal, töte den Bären. Level 27, schaut auf den. Ja, hier töten ihn, ich lasse schon mal hin. Töte ihn. Einfach hier vorwärts, dann mal, ist mein Name. Den Wolf rein. War da noch ein Bär, oder? Dann wird man wieder gespottet. Aber bevor wir hier abhauen mit den Bären, machen wir einmal richtig mit Strawberry voll. Warum? Dass die anderen Bären auch haben. Ja, du übertreib mal nicht. Außerdem finde ich Erdbeeren echt gut. Aber es ist die erste Erdbeer. Ja, in dem Freeport gab es auch welche. Haben die auch wirklich denn wohl... Aber komischerweise war das aber hier keine Erdbeer. Ich glaube, die sah anders aus. Die Erdbeeren sahen anders aus. Was sie rausgerückt haben. Ja, hier. Ich steig schon mal. Ja, irgendwo her, wo, genau, wo man es schön sieht hier. Wo, jetzt wächst der. Ups. Und wenn ich nicht mehr auf meinen Bär aufsteigen kann, ist das gekommen? Ja. Ist hier gerade Bug? Kann ich schauen. Der war ein kleiner Leck gewesen. Ging aber wieder. Aber ich zieh den mal vor zum Strand. Ja, hier, einfach hier, nee, noch. Brauchst du nicht zum Strand. Hier, wo schöne Fläche hier ist. Da sieht man doch am besten, was los ist. Ist doch noch besser als am Strand hier. Gerade schön hell geworden, auch noch dazu. Kommt der Bär? Der kommt. Probleme bei dem Baum zu kommen, ist da drüber gesprochen. 27 ist zurückkommen. Warte, mal drauf. Auf meinem Bär steht auch passiv. Ich hab noch gar nicht genug. Ah, ist auch passiv. Okay, jetzt musst Dank. Du. Ja. Ups, kleine Kerle noch mitbekommen. Ich stell mal nach hinten. Mit 27 dauert das natürlich ein bisschen länger, ne? Ja. Ja, 3,6%. Ich schmeiß dir schon mal meinen Honig hin. Hier, dann nimm den Honig. Ich hab noch mal mitgenommen, was vorhin. Das müsste lang bei mir. Ja. Ich wollte jetzt nur aus dem Bären rauslegen, in deinem Bärchen raus. Nee, aber lieber. Der liegt da. Nehme ich ihn mit. Auf jeden Fall, teste das mal. Ich leg mal Honig in den Bären. Ja, mach, ich hab genug dabei. Oder was mitgenommen habe ich noch mal sicherweise zwei Sticks mitgenommen oder drei. Nee, den ist er ja nicht. Den kannst du auch selber irgendwie nicht essen. Ich hab das ja schon ja, mal probiert. Aber trotzdem, wenn du einen Bär züchten willst, also wenn du ein Baby haben willst, brauchst du das richtige Futter. Die fressen nur das richtige Futter. Du hast falsch rausgemacht. Also Bären fressen, also die Babys, die essen nur das beliebte Futter. Bei Bären ist das Honig. Beim Elefanten wäre das Weed, bei der Giraffe ist das Beete und keine Ahnung, was das ist. Was zu fressen. Sonst verrecken die. Also die essen nichts anderes. Weiß nicht, ob das ganze Babystatus oder wie es hier ist beim Deming, aber ich habe das nur im Wiki gelesen, dass die nur das. Ich habe den Blüten nur am Anfang gelesen. Da habe ich eh gesehen, wenn wir was breeden können, eh maximal den Bär mit dem, was wir jetzt haben. Nichts, was da sinnvoll ist wahrscheinlich. 11 Sekunden, ich kann ihn nochmal füttern. Aber verletzt nicht ganz so stark, sicherheitsweise nicht, dass irgendwo mal ein Wolf oder so angesprungen kommt. Genau, weißt du, was ich meine? Und dann mit einem Haps tötet. Dann haben wir vielleicht noch die Chance, schnell mit der Pistole drauf zu schießen, den Wolf wegzuknacken. Apropos, lade ich danach in der... Ja. Kannst du auch auf den Bär nachladen. Mal absteigen. Danke. Ach, ich hab das Schaf erwischt. Ich stell den Bär gleich weg, der steht da
Ah, ich wollte noch einmal füttern, wenn es geht. Brauchen wir jetzt was. Da ist noch nicht ein Wolf. Links, Inner. Geradeaus dann. Geh hier mit den Bären und Hürden, ist genug Zeit noch. Links? Geradeaus da bei den Hürden. Blöde Kuh muss sich ja einmischen, wa? Ist egal. Feuer um. So. Meine Pistolen sind dort auch nachgeladen. Ich lade jetzt erst nach. Ja. 40 Sekunden ist noch lang genug Zeit. Ups. Ich musste aber langsam hingehen wieder. 14 Sekunden. Ich hab nochmal gefüttert, jetzt geh ich weg. Wieder daneben. Der kriegt 13 Level dazu. Dann hat er schon 40 Level. Wie hoch ist deiner jetzt? Ich bin gerade nicht drauf. Moment. Dann sollte es leichter aus. So. 31 und der andere? 33 ist meiner. Da kommt eine Biene. Hört sich vielleicht doof an, aber muss man noch drauf achten. Ja. Warte, wo ist er? Absicht. Biene greift ja den Bär nicht an, greift man nicht an. Ich komm, der Biene. Vor allen Dingen sind das ja auch noch nicht so schöne kleine Bienen. Ja gut, waren sie bei Aki auch noch. Da kamen sie, da waren sie sogar, glaube ich, sogar noch kleiner. Da habe ich mir so richtig gar nichts gesehen, da kam immer so ein ganzer Schwarm. Ah, schade, ich dachte, ich kann noch mal füttern. War genau auf Null gewesen. Die Prozent da doch auch schon wieder. Haben die diesen Unter noch Zyklus auch geändert? Weiß ich nicht. Ich habe die Patchnotes noch nicht gelesen. Ich wollte sie mal kurz lesen, aber weiß nicht. War zu viel gewesen. Ja, weil jetzt im Wiki was anderes steht. Da steht jetzt every 5 in-game days. Ja. Was nur 4 Stunden sind. Hm. Also kannst du ja quasi in einer warten. Ja, kannst du warten, ja. Du musst 4 Stunden drin aushaben. Wieder abgelevelt.
der ist Female. Deiner oder so wird bestimmt Male sein, einer. Deiner ist auch Female. Der ist auch Female. Zwei Hohen sind Female, die wir haben. Aua. Eben ins weit vorgelaufen. Hase hat mich erschreckt. Den letzten Bären bin ich überhaupt nicht geschlagen worden. Also nur der erste hat mich ein paar Mal geschlagen gehabt. Der zweite, dritte und vierte da nicht mehr. Der fünfte hier hat mich wieder gerumst. Danach mache ich den aber noch ein bisschen auf Lehm. Ja, 1500. Wir hatten ja auch nur 1500 lang, also. Den mach nur, wenn das sein, das ist dein Bär, du hast ihn ja schon benannt. Oh, ich hab nicht aufgepasst, die Zeit gerade. Ich war gerade schattenlos. Der hat durchgeschlagen. Offen. War wieder ein Meter weg. Ich hab zwar schon auf die Zeit geachtet, aber auf die andere Zeit. Was ist jetzt nochmal das wilde höchste Leben? 30 hast du gesagt, wa? Was ich bis jetzt gesehen habe, 30. Oder halt, ne, außer auf Bonusinseln. auf, das ist schon hier. Powerstone, nee, na, das zählt ja nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man da auch themen kann oder nicht, keine Ahnung. Aber die Waage konntest du den Höhlen ja eigentlich offiziell, glaube ich, auch nicht zählen, oder? Nee, ging, glaube ich, war nur, doch nur die eine Höhle durftest du nicht zählen, so war das. Diese. Irgendwas stand in dem Pack Note, dass die Steinviecher aufgehalten sind. Aber das hat irgendwie was ähnlich mit dem. Nee, Drachen die haben, so. Die haben, genau. Oh, ich habe gar nichts mehr hinten drin. Was die beschwören kannst. Du kannst die jetzt angeblich auch, also das wollen sie einfügen, das ist, glaube ich, ist das schon so? Habe ich auch gelesen, also die, dass du quasi auch andere Kreaturen holen kannst. Nur den Drachen. Ja, aussuchen kannst. Beziehungsweise, ich habe gelesen, ist immer das verkehrt, ich habe mal einen YouTuber gehört. Ja, ein YouTuber, der auf Englisch spricht und ich nicht mehr weiß, wer, aber ich weiß, dass ich den immer wieder zuhöre. Meistens die Videos sind die immer vorne stellen. Bei derselbe. Er hat ja, ist auch der, die mir da mit diesen Segeln das gemacht hat, der hat das auch mit diesen Chica Phillips oder wie das immer zusammen gemacht. Der auch mal diese Arc-Videos gemacht hat. Power-Videos und so. So, bis danach wieder dran, 17 Sekunden. Eigentlich kannst du die Bowler immer loslassen und dann, also lösen. Dann geht das schneller, probier nicht die Sekunde immer noch warten. Ups, halt, nicht schlagen. Gut machen. Er ist fast fertig, ja. Nächstes Mal wieder fertig. Wieder durch. Ah gut, die Kuh wurde nicht erwischt. Dann kein Bulle in der Nähe, jetzt kannst du die Kuh ruhig erwischen, die fliehen dann nur. Und 28 nur Kuh. Die fressen. Drei oder drei Mal muss er noch füttern, aber ich habe halt im Fall vier Zyklen. Er ist fertig beim nächsten Mal. Mal den Sattel von dem anderen runter. Warte mal kurz. So ein Pfeifen. Haben wir Option. Change Name. Oder soll das die Bären? Also komischerweise fast voll Leben. Der hat 800 Leben, der Kerl. War auch nicht mehr Gewicht, aber das ist meistens immer so. Und auch gefischt. Warte mal, ich nenne den doch nochmal um. Ich weiß wie. Mein alter WoW-Name.
Hast du die andere noch voll? Ja, das sind wir. Haben wir nur drei Bären, okay. Da, nur wenn wir noch einen Mail hier hätten, ohne Mist, ich hätte nicht auf Free einen Schodenlock.